Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play mit unserem Necromancer auf Rites. Und jo, wir kommen gut vorwärts. Die Rites sind stärker als die Golems, die wir da Anfangs März oder Ende März, nein, Anfangs März war es noch, gemacht haben. Und jo, wir sind in Akt 7. Und bevor wir gehen und dann. Jetzt gehen wir kurz noch dorthin. Sage ich euch, ich habe endlich diesen Dolch gefunden. Für Detonate Arrow. Und ich brauche zwar zwei. Ich sehe jetzt gerade den Namen nicht, weil da doch jetzt hier. Chelicor's Blast Knife. Genau. Macht einfach den Detonate Arrow zu einem Nahkampfangriff. Und ist ziemlich stark. Die Leute haben richtig Gutes erzählt. Plus 3 auf Detonating Arrow. Und ja, ich freue mich riesig, auch den Build wieder weiterzumachen. Diesen Build. Und ich werde einfach nebenbei werde ich den anderen Build machen jetzt. Auch wenn ich nicht zwei von diesen Dolchen habe. Aber die sind selten, wenn man nicht so Monolithen farmen kann. Ja, die Builds meistens ein bisschen zu schwach sind für Monolithen, Dauerfarming nötig sind, ist es halt nicht so tolle. So, ja, wenn es mir ein bisschen besser geht, jetzt mit einem Shake gehabt. Ich habe Eis gehabt. Tricolore Eis, also Vanille, Schokolade und Erdbeer. Und ich habe noch recht viel getrunken. Weil ich sehr viel gerannt und gelaufen bin. Heute war wieder so ein extrem sportlicher Tag. Es war zu heiß zum Fußballspielen. Ich wollte eigentlich Fußball spielen, aber es war viel zu heiß. So, ich habe zwar genug Aufnahmen, aber da ich jetzt mindestens zwei täglich mache von diesen Let's Play-Folgen, ja, muss ich schon noch ein paar haben. Weil es kann sein eben, dass ich ein bisschen zu viel Fußball spielen muss oder trainieren muss. Und dann jetzt bin ich immer so ein bisschen unschlüssig, ob ich jetzt wirklich das auch gut kann mit dem Aufnehmen und so. Ja. Livestream geht wahrscheinlich auch bald wieder viel, aber ich habe jetzt momentan echt ein Problem mit meiner Bank. Die lässt mich einfach nicht diesen Code zusenden, dass ich wieder E-Banking machen kann. Und solange kann ich keinen zweiten Bildschirm fürs Livestream holen und auch keine bessere Webcam holen. Ja, und nicht mal Blender 2 Addons kann ich mir holen, aus DLCs. Schade drum. Ja, wenn es halt nicht geht, dann geht es noch nicht. So, wir waren das letzte Mal bei diesem unteren Not. Jetzt müssen wir also hier rechts hoch. Von diesen Teilen neben Questmarkierungen. Jo. Aber ich habe so Lust auf diesen Bild, weil er auch OP ist. Ich weiß nicht, ich hab manchmal mehr Freude an einem OP-Bild als an einem Nicht-OP-Bild, da es einfach vorwärts geht. Ich hoffe, euch. Stört es nicht so, dass ich jetzt gerade ein bisschen overpowered bin. Kann ja auch kaum mich schwächer machen. Weil die Monster auch schwer sind. Nur halt nicht so viel aushalten bei so viel Damage. Also, so, vielleicht freut es euch auch ein bisschen, dass ich dann wirklich euch auch den Endcontent zeigen kann mit diesem Bild. Da bin ich sehr zuversichtlich. Die Exquisite-Rüstung, Unique-Rüstung, die muss ich aber noch finden. Und den Ring muss ich mir auch noch ergrinden. Aber da es nicht lange geht, hoffentlich 25% Chance, ist sehr zuversichtlich auf D1. Den Soulfire Dungeon. Haben wir da eigentlich ein sehr guter Bait, eigentlich relativ schnell. Was ist das eigentlich für ein Effekt? Oder? Ist irgendwie eine Aura oder so, die ich nicht habe selber. Vielleicht der Gegner. Jetzt müssen wir schauen, ja, jetzt schießt er den Avalanche. Und ist das dein Ernst? Zwei Gegner, die mega zäh sind, sind so schnell weg. Ich bin zu stark, zu strong. Andere sind vielleicht noch stronger, aber die spielen noch den ganzen Tag. Echt nur ein bisschen zurückgeben. Nee, aber ich bin ja nicht so einer, der sagt, ich bin zu stark oder zu schlecht. Also ich tue deswegen nicht angeben. Ich kann ja sowieso nicht angeben, das ist nicht in meinem Festplattenspeicher drin.
Ich finde es, also ich habe erst kürzlich nochmals einen gesehen, der hat ein Bild vorgestellt. Da hat immer wieder gesagt: Oh, schau, ey, wir haben ja mega viel Damage, ey, und das freut mich so mega sehr. Und oh, ich bin so ein toller Mensch, ich kann nicht mehr und so. Und der Drago verläuft sich nebenbei. Danke. Wir werden alle sterben. Ja, jetzt habe ich mal Lust, einfach auch mal Gotik zu spielen. Mal gucken, wie es bei euch ankommt und bei den Fremden, ob sie dann ein bisschen auch herkommen. Und ich werde es auf sehr witzig und lustig, also witzig und lustig ist eigentlich das Gleiche, aber ich werde es so ein bisschen ironievoll machen. Ich habe viele Let's Player mit Gotik schon gesehen. Und die meisten waren recht stur. Mir gefielen sie nicht so sehr. Das Neue, da habe ich ein neues gekauft, deshalb habe ich nur noch 408.000. Jetzt muss ich irgendwo noch Eisresi. Frost ist es, oder? Ja, ist Frost. Ah, nein, Cold ist es, okay. Hier in diesem Spiel ist es Cold, sonst ist es manchmal Frost. Ich glaube, bei Diablo 4 ist es Frost, oder? Also Diablo 3 war es Frost. Ich habe aber keine. Einen kleinen. Wo sind meine Coldressi? Idole. Es sind keine Idole, weil sie nicht existieren. Was soll ich nur tun? Hat's hier noch einen kleinen irgendwo? Nicht. In der da. Was haben wir hier? Physical Damage brauchen wir momentan nicht so viel. Und was brauchen wir noch? Was könnten wir noch gebrauchen? Weil jetzt wird es langsam ein bisschen schwerer. Irgendwo hier Minion Damage. Ja, komm. Können wir auch schon equippen. Ja, nehmen wir die raus. Die zwei Set-Items, die sind bis Level 40 gut, aber ab dann sind sie nicht mehr gut. Also, jetzt haben wir das. Das können wir. Hier hin, hier müssen wir hin. Schon gedacht, was ist denn das für ein Vieh? Das ist ein Huhn, das ein bisschen Stimmbruch hat. Bären sind immer so jammer. Es ist irgendwie ein Spiel, wenn sie aggressiv sind, ja nicht so, dass sie jammern müssen. Aber, ey, ich hatte was von diesem Eiswerfer. Von diesem Eis ist das schon schlimm. Aber die Flasche ist gerade am Zischen. Also, ich brauche noch einige Zeit, bis sie öffnen. Okay, jetzt ist sie nicht mehr so am Druck haben. Boah. Schön, wenn nebenbei die Minions so ein bisschen die Arbeit machen, das mit mega Bravour.
alive, but and you what? Damn you and I what? Who cares about that? I must deal with Ryan. The lance is just Thank you.
All that's left is locating the lance. We have the... Tell me more of this immortal emperor on our journey. I know things of all that, yeah, if to be, of all that, yeah, if to be, of all, yeah, if to be honest, I can't imagine it. But I will take your warnings to heart.